Herzlich willkommen zur Produktronika am Stand der EPP. Mein Name ist Carola Tesche und bei mir ist der Herr Sven Höppner von der Werner Wirth GmbH. Hallo, Herr Höppner. Hallo. Herr Höppner, Werner Wirth war zum Produktronika Innovation Award nominiert. Welche Innovationen stecken dahinter? Ja, das hat uns sehr gefreut. Wir haben als Innovation in einer Fertigungszelle, das heißt in einem Verarbeitungsvorgang, den Prozess von Plasma-Treatment, das heißt also Oberflächenaktivierung, zusammen mit dem Aufbringen eines Coatings. Sie präsentieren auf Ihrem Messestand erstmals eine eigene Fertigungslinie. Was ist das Besondere daran? Ja, in der Vergangenheit haben wir einzig und allein den Schwerpunkt auf den Materialien gehabt. Das heißt, die Materialien zum Conformal Coating und Dispensen von Bauelementen haben dort entsprechend jetzt rund um eine modulare Fertigungszelle halt die komplette Linientechnologie aufgebaut. Das bedeutet, die gesamte Conveyor-Technologie inklusive Loader, Unloader, Boardflip, Stacker, etc. pp. Das heißt, das gesamte Boardhandling und auch entsprechend die Härtetechnologie, egal ob es jetzt ein UV-Ofen ist oder IR-Technologie zum Härten von Materialien. Rund um die Themen Dispensen von jeglichen Werkstoffen rund um die Leiterplatte bieten wir letztendlich einen Komplettbaukasten als Lösung an. Welche weiteren Produkte bieten Sie darüber hinaus an? Wir haben dieses Jahr ganz neuartige Cyanoacrylate, sogenannte Methyl-Cyanoacrylate, die den großen Vorteil haben, nicht mehr zu riechen. Das heißt also, dieser ekelhafte Gestank in der Produktion ist Vergangenheit. Es gibt keinen Blooming-Effekt und diese Produkte härten auch noch schneller. Als ganz besonderes Feature gibt es dort entsprechende Produktvarianten, die vielleicht im Cyano-Bereich nicht so bekannt sind. UV-härtende Cyanoacrylate, die man auch als klebendes Coating verwenden kann und auch zweikomponentige Cyanoacrylate. Viele Unternehmen erwarten für nächstes Jahr weniger Wirtschaftswachstum. Wie begegnet Werner Wirth dieser Tendenz? Ja, mit mehr Aktivität. Wir haben der Transition innerhalb der Wirtschaft, dadurch versuchen wir Rechnung zu tragen, indem wir in Hamburg unseren Fertigungsstandort, den wir in Hamburg haben, in eine Art Working Lab umgebaut, indem wir unsere Vision versuchen zu verfolgen, den Kunden zu uns mit seinen Problemen rund um die Thematik Elektronik verbinden und schützen, zu uns zu kommen und mit unseren Ingenieuren halt eben in diesem Labor Lösungen für die Problemstellung der Kunden gemeinsam zu erarbeiten. Davon versprechen wir uns genügend Arbeit, die da entsprechend dann auf uns zukommt. Herzlichen Dank für die interessanten Informationen. Gerne.